So, Achtung, jetzt ist vor der Geburt. Und jetzt ist nach der Geburt, 3 Wochen später sozusagen. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich 4 Tage vor unserem Entbindungstermin. Aber darum geht es heute im Video gar nicht. Ich wollte euch eigentlich heute was erzählen. Es gibt nämlich etwas, das kannte ich vorher gar nicht, aber der David hatte sich da irgendwie erkundigt oder das irgendwo gelesen in einem Zeitungsartikel. Und zwar kann man Nabelschnurblut von der Geburt, die Nabelschnur, die mich mit dem Baby verbindet, einlagern lassen. Das ist jetzt gerade so ein Trend. Ich habe das jetzt nämlich schon öfter gelesen. Ich bin ja auch in so verschiedenen Foren angemeldet, in denen viele Schwangere schreiben. Und da ist das immer wieder mal Thema. Der David hatte das ja gelesen in einem Artikel und da stand eben drin, dass sogar ein Leben gerettet wurde durch dieses Nabelschnurblut. Aber auf jeden Fall war das so der Anreiz, warum wir gesagt haben, hey, das machen wir. Denn wir sind zwar jetzt erst im Jahr 2018, aber wer weiß so in 10 Jahren, wie weit das alles schon entwickelt ist, was man bis dahin schon mal alles machen kann mit diesem Nabelschnurblut. Also zum Beispiel bei einer Krebserkrankung wird man ja mit Bestrahlung oder mit Chemotherapie behandelt. Und anschließend kann man das Nabelschnurblut einsetzen, sozusagen hat man dann frische Stammzellen, die eigenen, da es ja dann sozusagen die Stammzellen von meinem Baby sind, beziehungsweise von unserem Baby. Und genau, deswegen passen die halt auch gut zum Körper. Also sonst gibt es ja oft Stammzellen im Spenden oder es gibt ja oft Leute, die krank sind und jahrelang warten müssen, bis mal ein Stammzellenspender gefunden wurde. Darum lohnt es sich halt, die Stammzellen selbst einzulagern und sie dann sozusagen für sich selbst oder für die Geschwister zu nutzen. Natürlich hoffen wir, dass unser Kind nicht krank ist, aber man weiß es einfach nie. Die erforschen eben gerade ganz viel dazu und es wird gerade daran gearbeitet, dass man auch irgendwann Alzheimer und Parkinson damit behandeln kann oder auch andere Krankheiten. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir das machen. Und dann schauen wir mal in 10 oder 20 Jahren, was man schon alles damit bekämpfen kann. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir es gar nicht brauchen, gar nicht einsetzen müssen. Man kann übrigens auch dieses Nabelschnurblut sich entnehmen lassen und spenden. Das gibt es natürlich auch. Jedenfalls ist das die Kiste. Die haben wir jetzt schon geschickt bekommen von der Firma Ethicur. Und das nehmen wir mit ins Krankenhaus. Das stellen wir da hinten zu unseren 3 Krankenhaustaschen. Wir haben ja 3 Stück. Und da kommt die Kiste einfach mit. Wir haben sie jetzt hier in der Wohnung gelagert, weil man soll die nicht so im heißen Auto lassen und so weiter. Und darum haben wir sie jetzt einfach hier. Ich darf sie auch nicht öffnen. Hier steht, darf nur von Klinikpersonal geöffnet werden. Das ist auch ganz wichtig, weil es natürlich rein bleiben muss und sauber. Und da drin sind jetzt die ganzen Sachen, die die Klinik sozusagen braucht, um mir das Nabelschnurblut zu entnehmen. Fürs Kind besteht da auch gar kein Risiko natürlich. Das Kind ist nämlich dann schon abgenabelt, wenn das Blut entnommen wird. Die Hebammen oder wer mich da entbindet, weiß ich ja noch gar nicht. Die kennen das auch schon, weil diese Klinik, bei der ich entbinde, arbeitet mit der Firma zusammen und ziemlich viele Kliniken arbeiten da zusammen. Das heißt, die haben das schon oft gemacht, die wissen genau, was sie tun müssen und gucken dann in die Kiste rein. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt dann sehe bei der Entbindung, was in dieser Kiste ist. Vielleicht kann der David das ein bisschen beobachten. Ich bin wahrscheinlich anderweitig beschäftigt. Ihr könnt ja gerne mal auch hier drunter schreiben, ob ihr schon mal davon gehört habt, vom Nabelschnurblut einlagern oder ob ihr es selbst gemacht habt oder auch selbst nicht gemacht habt. Könnt ihr gerne mal drüber schreiben sozusagen. Ich lese eure Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Und ich verlinke euch natürlich auch sowieso die Webseite mal. Da könnt ihr euch auch mal informieren. Da steht wirklich alles. Das haben wir auch schon durchgelesen und die sind auch sehr nett. Also wir haben auch mit denen telefoniert und wurden informiert über alles. Und ich mache jetzt auf jeden Fall einen Cut. Weil ich will eigentlich euch dann erzählen, wie das war, ob ich das überhaupt mitgekriegt habe oder nicht, nach der Geburt. Das heißt, ich wollte euch jetzt nur kurz die Kiste zeigen, weil jetzt ist sie noch zu. Und nach der Geburt habe ich sie dann nicht mehr, weil die wird dann direkt mit einem Lieferanten wieder weggeschickt, damit es sozusagen ganz schnell eingelagert wird. Wir lagern übrigens das Nabelschnurblut erstmal 25 Jahre ein. Das ist voll lang. Weil in 25 Jahren ist 2043. Oh Gott, das klingt ja furchtbar. Und unsere Tochter kann sich dann auch noch selbst entscheiden, ob sie es nochmal weiter einlagern möchte oder nicht. Und ich wollte euch das auf jeden Fall erzählen, weil ich das echt cool finde, dass es das gibt. Und ich auch glaube, dass es gar nicht so viele wissen, dass es das gibt. Und genau, wir sehen uns nach der Geburt. Dann mache ich jetzt hier so und dann ist nach der Geburt. So, Achtung, jetzt ist vor der Geburt. Und jetzt ist nach der Geburt, 3 Wochen später sozusagen. Die Kleine kam vor 17 Tagen auf die Welt und jetzt kann ich euch auch erzählen, wie das mit dieser Box weiterging. Wir hatten sie dabei und wir hatten sie im Wehenzimmer.
In meinem letzten Video, das ist ja mein Geburtsbericht, da habe ich ja erzählt, dass wir auch eine Geburtseinleitung haben und deswegen 2 Tage früher schon im Krankenhaus waren. Da erzähle ich nochmal alles im Detail. Aber es war so, wir hatten die Box die ganze Zeit dabei in unserem Zimmer und als dann meine Wehen losgingen, hat die Hebamme, wenn ich mich recht entsinne, ich war nämlich ziemlich fertig, hat die Box schon selbst mitgenommen. Also wir mussten uns um gar nichts kümmern, die hat die schon aus unserem Wehenzimmer mit in den Kreißsaal genommen und dann stand sie da auch die ganze Zeit auf so einem Tisch, so dass es ganz klar war, dass die Box gleich benutzt wird, wenn das Baby da ist. Es war dann so, natürlich habe ich das gar nicht mitgekriegt, weil wenn du gerade ein Kind kriegst, achtest du natürlich auf nichts anderes. Aber es ging alles von selbst. Wir mussten die Hebammen und die Ärzte nicht erinnern, sondern die haben einfach von sich aus die Box aufgemacht und das Blut abgenommen oder was sie da gemacht haben mit der Nabelschnur und es direkt wieder eingepackt und den Kurier gerufen. Und der Kurier hat es dann zu unserer Stammzellenbank Etikur gebracht. Und dort wurde es eingelagert. Und wir haben auch schon die Information bekommen, dass alles gut angekommen ist und dass alles gut eingelagert ist. Und die haben auch schon eine Probe gemacht, die sehr gut war. So war das auf jeden Fall. Und ich finde es jetzt super, dass wir das haben und dass wir das Blut eingelagert haben, einfach für den Notfall. Ich glaube, würde irgendwas passieren, was man vielleicht mit diesem Blut behandeln kann. Und wir hätten vorher darüber nachgedacht, es zu tun, hätten es aber nicht gemacht, dann würden wir es auf jeden Fall irgendwann bereuen. Weil wenn es schon die Möglichkeit gibt, dann macht man das doch. Wie ich vorhin schon gesagt habe, verlinke ich auf jeden Fall mal hier drunter die Webseite von Etikur und auch meinen Blogpost dazu, da erzähle ich nochmal alles im Detail. Und dann könnt ihr euch das mal auf jeden Fall anschauen, ob euch das auch gefällt und ja, dort werden eure Fragen auf jeden Fall beantwortet zu dem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!